So, herzlich willkommen zum zweiten Tutorial 500 kHz Musikproduktion mit Presonus Studio One. Im ersten Schwerpunkt geht es hier um EDM, sprich um Electronic Dance Music. Und wer das letzte Tutorial gesehen hat, der weiß oder sieht, erkennt ungefähr das, was wir hier schon gemacht haben. Ich habe noch ein paar Sachen ergänzt, die werde ich jetzt gleich erklären. Der Kanal ist relativ neu, 500 kHz gibt es auch auf Soundcloud. Trotzdem gibt es das ein und andere Feedback schon und deswegen möchte ich auch ganz gerne heute so ein bisschen schon einsteigen, zu zeigen, okay, was wollen wir eigentlich machen? Hier wird es angezeigt, 500 kHz, zweites Tutorium, Schwerpunkt Thema Harmonie. Das ist das, was heute auf jeden Fall auf dem Plan steht. Das, was wir machen, kleiner Nachtrag zum letzten Tutorial mit den Fragen, die gekommen sind. Im zweiten Schritt gucken wir uns dann an, wie werden eigentlich Dreiklänge aufgebaut, wie werden Dreiklangsfolgen gebildet und dann gucken wir uns einfache Basslinien an, die wir auf Basis dieser Dreiklänge machen können. Steigen wir ein. Im letzten Tutorial habe ich sehr, sehr viel kopiert, Events kopiert, also diese Events hier kopiert und das sah immer so ganz einfach aus, das ist es auch eigentlich. Da gibt es auf der einen Seite ein Tastaturkürzel dafür, ihr könnt einfach hier das anfassen mit der Maustaste, dann die Alt-Taste drücken und dann wird das Ganze kopiert. Ansonsten wird es nur verschoben. So. Nochmal, Alt-Taste, kopieren. Hier jetzt einfach das Ganze greifen und mit der Rücktaste löschen. Man kann es aber auch ohne die Alt-Taste machen, sprich mit der rechten Maustaste hier auf duplizieren. So einfach ist das. Und dann wird es direkt auch hinten angehängt, entsprechend der Länge. Man kann auch mehrere hier einfach duplizieren. Eine ganz feine Geschichte, geht sehr easy. Das ist das eine. Das zweite, was ich zeigen wollte, wo auch die Frage gekommen ist, ihr könnt hier oben einen Cycle bilden. Das ist auch ganz, ganz easy. Man kann den einfach hier so entlang schieben. So, zack. Oder dann hier bis zu 17. Einfach, das geht dann hier entsprechend dem Raster. Was aber auch viel, viel oder sehr, sehr häufig genutzt wird und das deswegen möchte ich es zeigen, was auch sehr, sehr hilfreich ist, einfach ein Event hier markieren und dann die P-Taste drücken und dann bildet sich genau über diesem Event hier der Cycle. Wenn man jetzt mehrere hat, wie jetzt hier, P-Taste und dann bildet sich der Cycle. Hier unten wird der Cycle an- und ausgeschaltet und das ist eben ganz gut, um mal einen Loop zu hören, um zu hören, wie klingt eigentlich eine Passage. Drittes, Umbenennen von Events. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt, aber ich zeige es nochmal ganz kurz. Rechte Maustaste auch, Events umbenennen. Das ist jetzt hier ganz oben, weil ich ein paar Events jetzt umbenannt habe. Das hängt damit zusammen, die Funktion, die als letztes aufgerufen wurde, die steht auch immer hier ganz oben. Ansonsten ist das hier unter Events und dann Events umbenennen. Jetzt steht bei mir das Tastaturkürzel U dazu. Das habe ich mir eingerichtet. Tastaturkürzel einrichten machen wir ein späteres Mal, aber nur für euch zum Wissen, das geht, das ist ganz einfach. Und jetzt brauche ich zum Beispiel einfach nur U zu drücken und kann dann mein Event umbenennen. So, jetzt hat es sich insgesamt ein bisschen verändert. Ich zeige mal, was ich gemacht habe, jetzt noch zusätzlich und ein paar Sachen habe ich dann auch hier schon vorbereitet. Wir gehen einmal rein und erinnern uns nochmal, wie es klingt. Das war das, was war. Jetzt haben wir nur den Rhythmus. Jetzt nehme ich die Harmonien dazu. Entschuldigung, hier. Und dann hat man ein paar Rhythm Chords.
Okay, was habe ich verändert bis hierhin? Und zwar habe ich Folgendes gemacht, dass ich aus dem Drumtrack, den wir hatten, das waren diese beiden hier, zwei Spuren gemacht habe. Das ist ganz einfach, einfach mit der rechten Maustaste kopieren. Wo haben wir es hier? Spur duplizieren, sogar Spur mit Events duplizieren. Und dann habe ich aus der einen die Kick rausgelöscht und aus der anderen habe ich alle anderen Instrumente rausgelöscht, so dass ich die Kick und hier die anderen Instrumente separat habe. Dann habe ich zusätzlich, wir hatten ja ein, kann man hier nochmal sehen, dieses Electro Producer Pack, das gehört zu PreSonus dazu. Da hatten wir keine Clap. Und dann habe ich mal geguckt, wo gibt es eigentlich eine Clap und habe hier ein, dieses Dancehall Madness, Entschuldigung, nicht Dancehall Madness, 60s A Go Go, so heißt das. Das gibt es auch bei PreSonus im Lieferumfang. Und da ist eine sehr, sehr schöne Clap, die genau das eigentlich abbildet, das, was wir brauchen. Und deswegen habe ich das nochmal reingezogen und hier folgendes kleines Clap-Pattern gemacht. Ganz, ganz wichtig hier, dass ich die Clap ein bisschen vorgezogen habe. Das gibt so ein bisschen mehr Drive. Genau dieses Thema wird aber dann nochmal behandelt, wenn es um Rhythmus geht. Heute ist jetzt Schwerpunkt Harmonie und deswegen gehen wir da jetzt gar nicht weiter drauf ein. So, jetzt steigen wir mal ein ins in den, das Schwerpunktthema, sprich Aufbau von Dreiklängen. Was steckt da eigentlich dahinter? Wir haben, als wir dieses Stück gemacht haben, einfach mal gesagt, wir machen hier eine Dreiklangsfolge, eine sogenannte Akkordprogression oder Chordprogression. Die heißt A-Moll, G, F, G und wieder A-Moll. Und die klingt eben genau so, wie wir es hier haben. Wir gucken noch mal. Das nochmal an. A-Moll, G, F, G, A-Moll. Wo kommt das her? Ich habe hier mal für euch was vorbereitet. Und zwar sind wir hier in einer Tonart. Diese Tonart heißt C-Dur. Und diese Tonart ist eigentlich, oder die Töne dieser Tonart und der Tonleiter, die geben uns eigentlich den Tonvorrat für das, was wir hier in diesem Stück machen können, in dem Track machen können. Das bedeutet einmal, wir können mit diesem Tonvorrat Melodien bilden und wir können zum Zweiten eben mit diesem Tonvorrat Dreiklänge bilden. Wir schauen uns das hier an. C. Dadurch, dass es C-Dur heißt, liegt C auf der ersten Stufe. Und ich kann das hier mal, das ist jetzt unser C. Und erfreulicherweise gehen wir jetzt einfach nur die weißen Tasten hoch. Hier kommt das D, E, F, G, A, B heißt es, beziehungsweise H bei uns im Deutschen, und C. So, und jetzt können wir auf jeweils dieser Stufe mit den einzelnen Tönen der Tonleiter sogenannte Dreiklänge bilden. Das eine sind die Dur-Dreiklänge, das ist ein C-Dur-Dreiklang, und das andere sind die Moll-Dreiklänge, das ist ein E-Moll-Dreiklang. Ich habe hier mal die Dreiklangstöne aufgeschrieben jeweils und eigentlich arbeiten wir jetzt ausschließlich nur mit diesen Dreiklängen, indem wir eben tatsächlich unterschiedliche Kombinationen dieser Dreiklänge aneinander hängen. Das haben wir hier gemacht: A-Moll, G-Dur und dann in einem Takt F, G und A-Moll. Das ist genau das, was wir hier eigentlich auch haben. Es gibt hier ein A-Moll, es gibt hier ein G-Dur, F, G, A-Moll. Das heißt, wir haben diese drei Dreiklänge hier verwendet für unsere Akkordfolge. Wenn wir
jetzt sagen, okay, wir können genau diese drei Klänge, die jetzt hier aufgezeigt sind, in dem ersten Schritt natürlich, verwenden, dann können wir unterschiedliche Kombinationen einfach auch anwenden. Das, was immer ein bisschen schwierig ist, sage ich euch gleich, ist dieser verminderte, sprich der Dreiklang auf der siebten Stufe. Da kommen wir in späteren Tutorials sicher mal zu. Heute interessiert uns das erstmal nicht. Und das, was ich jetzt vorbereitet habe für euch, sind einfach mal unterschiedliche Kombinationen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier rein. Hier habe ich jetzt die Kombination A-Moll, C-Dur, E-Moll und A-Moll. Kann man sich hier nochmal angucken. Na, das so. Hier übrigens das Ganze ein bisschen vergrößern. Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir hier A-Moll. Das heißt, das geht zwar hier mit E los, aber A und C sind eben da drin. Wir machen mal die Grundstellung tatsächlich. Das heißt, Grundstellung ist immer von A ausgehend, also vom Grundton ausgehend. A, C, E. Dann habe ich gesagt C-Dur. C, E, A. Dann der nächste war E-Moll, vom Grundton ausgehend. E, G, H. Und jetzt A-Moll, vom Grundton ausgehend A, C, E. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das klingt. Und zwar erstmal ohne alles. Einfach nur Rhythmus und... Im Vergleich nochmal hier diesen. Jetzt sehen wir den Bass mal dazu. Bass habe ich einen kleinen Trick angewendet, und zwar habe ich hier, gehe ich tatsächlich auf das E im Bass und dann aber nochmal auf das G, und das führt dann zu dem A ganz schön hin. Daher kommt dieser kleine Bruch hier, aber ihr seht, der klingt auch ganz elegant. So, wie klingt das Ganze, wenn wir die Rhythms jetzt dazu nehmen, die unsere rhythmisierten Chords, und wenn wir das Ganze jetzt hier die ganzen Drums dazu nehmen? Gemerkt, dass ich meinen Kopfhörer falsch rum auf hatte. Musste ich mal ändern. Okay, das ist jetzt eine andere Kombination von dem, was wir eben vorher gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns nochmal eine andere Kombination an. Und zwar habe ich hier oben eben, das habe ich eben gar nicht erwähnt, eine Spur angelegt. Die nenne ich Harmoniespur. Und da habe ich die unterschiedlichen Harmoniefolgen eben auch hier eingezeichnet, so dass man das sehr schön nachvollziehen kann, in welcher Harmoniefolge bewege ich mich eigentlich gerade. Ich klicke dann drauf auf das Event, einfach P-Taste, und dann verändert sich oben der Cycle. Und hier habe ich jetzt, wir gucken mal, A-Moll. Ich habe jetzt immer mit A-Moll angefangen, man kann aber auch mit jeder anderen anfangen. Das müsst ihr nachher selbst so ein bisschen ausprobieren. A-Moll C habe ich beibehalten.
Und dann E-Moll, G und dann in D-Moll rein. Das heißt, ich schließe hier eben nicht mit A-Moll ab, wie ich das bei den anderen gemacht habe, sondern mit D-Moll und gehe dann zurück eben hier zu A-Moll. Wir gucken mal, wie das klingt. Ihr werdet sehen, das ist ganz, ganz anders in der Wirkung. Ganz anders in der Wirkung. Hier kann man es auch noch mal nachvollziehen, was ich in den rhythmischen Elementen gemacht habe. Hier habe ich dann ganz normal das G-Dur, also von G, H, E. Und dann bin ich aber hier noch mal zu dem G hochgegangen. Dadurch kriegt das schon so ein kleines melodisches Element. Aber Melodie machen wir auch später. Okay, das jetzt mal ganz grundsätzlich hier zum Aufbau von Dreiklängen und von dem über das Bilden von Dreiklangsfolgen. So funktioniert das. Ihr müsst da so ein bisschen experimentieren. Ich zeige euch nochmal genau diese Tabelle hier. Jetzt könnt ihr anhalten letztendlich bei euch und dann das eventuell abschreiben.